Das Preis-Leistungs-Verhältnis von JJ Okocha ist unfassbar krank. Ich habe den Mann nur getestet, weil einige von euch in den Kommentaren danach gefragt hatten. Und wow, für 115k ist diese Karte ein absoluter Witz. Und lass mir gerne noch schnell ein Follow da, falls ich auch einen von dir vorgeschlagenen Spieler mal testen soll. Es ist sogar so weit gekommen, dass mir ein Gegner einfach diese Nachrichten geschrieben hat, nachdem ich ihn mit Okocha in Rivals komplett zerstört habe. Laut Stats soll er nur 81 Abschluss haben und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es fühlt sich an, als hätte er plus 95. Was der da für Dinger gebankt hat, war geisteskrank und vor allem die Finesse-Shots mit dem Playstyle Plus und 95 Curve waren richtig stark. Wirklich, jedes Ding war drin. Ist eine mutige Behauptung von mir, aber ich weiß nicht, ob es aktuell einen besseren Dribbler als JJ in FC24 gibt. Das ist wirklich so eine 10 von 10 und jede Sekunde, wo der den Ball hat, ist einfach eine Augenweide. Mich hat die Karte wirklich komplett abgeholt. Vielen Dank an der Stelle an euch für euren Vorschlag und schreibt mir mal in die Kommentare, wen ich als nächstes testen soll.